Bei Pflichtschulungen ist die Herausforderung, dass wir im Schichtsystem arbeiten, dass wir dementsprechend gut planen mussten, sodass jeder Mitarbeiter in einem angemessenen Zeitraum die Schulung absolvieren kann. Bevor wir Masterplan eingeführt haben, wurden Schulungen in der Regel von der Personalabteilung und den Sicherheitsbeauftragten organisiert. Der Aufwand dafür war bei 100 Mitarbeitenden und einem halben Arbeitstag pro Schulung sehr hoch. Ja, wir haben uns einige E-Learning-Plattformen angeschaut und uns letztendlich für Masterplan entschieden. Grund für unsere Entscheidung war zum einen die Benutzerfreundlichkeit und zum anderen die Möglichkeit, eigene Lernpfade erstellen zu können. Mit dem Lernpfad-Creator von Masterplan erstellen wir unsere Pflichtschulungen zu Themen wie Sicherheitsunterweisungen, Unternehmensstrategie oder interne Prozesse. Neben den Pflichtschulungen bieten wir auch Lernpfade zu unternehmensrelevantem Content an, wie beispielsweise Informationen zu unseren Forschungsprojekten oder auch zu Kunden. Einen signifikanten Gewinn konnten wir kurz nach der Einführung von Masterplan schon erkennen. Wir benötigen weniger Personalressourcen, da wir einmal erstellte Lernpfade immer wieder verwenden können. Die Pflichtschulungen seit Masterplan sind viel leichter, weil wir eine Erinnerung oder eine E-Mail ins Postfach kriegen, dass wir diese Schulung in einem gewissen Zeitraum absolvieren sollen und uns dann selber organisieren müssen, wann wir dieses Video gucken in diesem Zeitraum. Mich überzeugt an Masterplan, dass es Netflix ähnlich aufgebaut ist, dass man ein großes Portfolio an Videos und Informationen hat, auf die man leicht zugreifen kann.